Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther und heute gibt es wieder Höllenkoch. Und zwar machen wir heute Hot Dogs. So sieht's aus und ich habe natürlich mal wieder einen Zettel vorbereitet. Muss ganz ehrlich sagen, diese Vlogs machen mir natürlich auch Spaß, aber es wird natürlich auch wieder Pink Panther sagt und suchen und suchen und verstecken. Aber es ist ja eigentlich fast das Gleiche, ne? Weil ich suche euch ja und zerstöre euch den. Also von daher, okay. Ich habe hier draufstehen, zum Beispiel Paintball, Preise. Und zwar hat sich da heute wirklich was, wow, richtig derbe Geiles getan. Zum anderen kommen wir nochmal auf die Community zu sprechen. Facebook, Fragen für PPS, Mädels für Videos, Gameplay für Abo-Talk und Hamburg steht auf meinem Zettel. Fangen wir erstmal an, was wir heute kochen. Hot Dogs hatten wir gesagt. Und natürlich, hier bin ich. Habe ich noch was vorbereitet und zwar schon mal die Hotdog-Brötchen. Die sollten schon ein wenig angeröstelt sein, weil einfach der Röstaroma-Geschmack richtig gut kommt bei so Dingern. Von daher haue ich da gerade mal den Toaster runter. Ich schneide die einfach in der Mitte durch. Die ganzen sehen natürlich so im Ganzen aus. Achtung, siehst du? So, ne? Und den. Schneiden, so mit Messer und dann hast du zwei Hälften, ab in den Toaster, gucken, dass die nicht allzu schwarz werden, das wäre uncool. Deswegen sollte man aufpassen. Ne? Also sagt mir mal bitte Bescheid, wenn hinten fertig ist. Gut, dann zum anderen Gürkchen. Gürkchen braucht man auch. Ich habe hier so Cornicons genommen, weil die einfach lecker sind. Ich habe die schon mal vorbereitet als Schnibbelchen. Dann habe ich mir besorgt bei, Entschuldigung, wenn ich ab und zu aus dem Bild draußen bin, aber ich muss mich ja nach da bewegen, so lange Teleskoparme habe ich noch nicht. Habe ich mir Soßen besorgt beim Türken. Ja, einmal scharf, einmal Knoblauch. Richtig geil. Zum anderen, ein Hotdog lebt ja von Soßen. Habe ich hier nochmal so eine Hamburger Soße. Auch eine etwas schärfere Chili-Soße. Natürlich darf Ketchup nicht fehlen. Und Röstzwiebeln. Und das andere habe ich vorbereitet. Natürlich die Hotdogs-Würstchen, die heißen Würstchen. Habe ich natürlich auch da, logischerweise. Aber eins fehlt noch und das ist ein Gast, logischerweise. Ich hoffe, dass es gleich klingelt und dann mein Gast hier ist. So, also fangen wir mal an und gucken nach unserem... Siehst du, ihr hättet mich beide nicht dran erinnert. Und was wäre geworden? Fast schwarz. Ihr sagt jetzt, die sind schwarz. Okay, ich gebe es zu. Schwer. Ist ein bisschen dunkel geworden, aber ich habe ja noch ein Ersatzbrötchen. Von daher schnibbeli, schnibbeli, schnapp. Nicht in die Finger schneiden. Deswegen normalerweise ein Brettchen nehmen und dann da drauf schneiden, weil ansonsten Finger ab. Doof, kann man nicht mehr zocken. Von daher stoppen wir die wieder darin und hab die Post. Aber diesmal erinnert mich daran. Nicht, dass die auch noch verbrennen. Dann sieht sie nämlich alt aus. Ne? Ich habe drei Würstchen und ne? Nur dunkle, verbrannte Brötchen. Das geht gar nicht. Von daher, ich bereite jetzt mal die Hotdogs vor und erzähle euch währenddessen, was es so Neues gibt. So, ich habe mich jetzt mal hingepflanzt, weil A, könnt ihr das besser sehen. Ich kann auch vernünftig sprechen noch mit euch. Paintball. Da fangen wir jetzt mal mit an. Ich nehme jetzt mal hier so ein Hotdog-Brötchen, ein oben, ein unten. Unten, oben, oben, unten, hier, so. Genau. Fangen wir mit Soße an. Ich, wie gesagt, mag es, wenn es ein bisschen schärfer ist. Von daher, die ist echt sehr scharf, deswegen nicht ganz so viel davon. Zack, einmal schön verteilt. So. Dann noch ein bisschen Knoblauch. Und zwar, ich habe heute bei Sennheiser angerufen und habe gesagt, ja, wir machen hier so ein Paintball-Event. Wie sieht's denn aus? Habt ihr nicht Lust, was dazu zu geben? Weil, ne, ihr so, ja, so meine Sponsoren und so. Und dann haben die gesagt, jo, wie viele Leute sind denn da? Also wie viele Leute spielen mit? Und wir haben ja 5er-Teams gebildet. Bedeutet nichts anderes, dass ich sozusagen 5 Headsets brauche. Jetzt habe ich aber gesagt, Mensch, dann würden ja 2 Teams, das erste und zweite, die würden was bekommen und die dritten nicht. Dann hat der gesagt, gar kein Problem. Ja. Und so ist es, dass wir jetzt insgesamt Headsets im Wert von ungefähr knapp, sagen wir mal, 2000 Euro bekommen. Sage und schreibe,
fast 2000 Euro. Vielen, vielen Dank an Sennheiser. Also absolut geil. Ich finde es richtig cool, dass die meine Gaming-Community da so unterstützt. Und die Leute, weil es gibt ja wirklich Leute, die sich da gemeldet haben und gesagt haben, hier, ich fahre 600, 700 Kilometer, nur um bei diesem Paintball-Event mitmachen zu dürfen. Und ich denke mal, das gehört belohnt. Und deswegen finde ich das richtig geil, dass sich Sennheiser dazu entschlossen hat, mich da oder beziehungsweise uns da zu unterstützen. Ja, und so bekommen dann sozusagen der dritte, können wir mal so einen Zähler einbauen für dieses sozusagen. Für den dritten Platz gibt es dann ein Headset, was ich selber momentan benutze, das PC 310 Game. Das kostet 50 Euro. Ich denke mal, das ist ein netter Preis. Für den zweiten Platz, und da kommen wir erstmal zu dem ersten Platz. Die dürfen sich nämlich was aussuchen. Entweder sie nehmen ein Headset, und das verrate ich noch nicht, was das für eins ist, aber es liegt so in der Kategorie von 180 Euro. Genauso wie die Elgato-Systeme, diese Game Capture HD, die kosten ja auch 180 Euro. Von daher darf sich der erste Platz aussuchen, was er haben möchte. Entweder so ein Aufnahmegerät oder halt ein Headset. Und der zweite Platz, der muss sich sozusagen damit begnügen, was der erste Platz übrig gelassen hat. Und die können dann untereinander halt so tauschen. Sollte es da irgendwie Unstimmigkeiten geben, könnt ihr euch schon vorstellen, was dann passiert. Ne? Wir haben ja Paintball-Waffen da. Überlegt mal. Das wird auf jeden Fall lustig. Zum anderen muss ich mal hier zu meinem Hotdog weiterkommen. Gürkchen drauflegen. Also finde ich oberkrass irgendwie. Dass ich da so viel Klamotten mitbringen kann. Es ist einfach nur, denke ich mal, weil jetzt viele wieder schreiben, oh, das macht kein anderer YouTuber. Ich weiß nicht, ich habe mich einfach darum gekümmert, irgendwie diese Möglichkeiten zu haben, dass ich da unterstützt werde oder wir unterstützt werden, damit ihr auch was davon habt, wenn ihr da runterkommt. Oh, hier kommt viel Ketchup raus. Da ist ein Loch. Da ist ein Loch im Eimer. Karl Otto, Karl Otto, ein Loch ist im Eimer, in der Ketchupflasche. Ein Loch. So, das freut mich natürlich tierisch. Zum anderen muss ich meine Soße hier platt machen. Nein, so ein bisschen verteilen zumindest. Trockenzwiebeln. Perfekte Dosierung. Ja, dann schauen wir mal, ob das klappt. Ich mag Zwiebeln, deswegen kommt da ein bisschen mehr drauf. Deckel tot. Deckel zu. Affe tot. Jetzt fehlt noch was. Genau, richtig, das Würstchen. Ich mal kurz da. Heiße Tat, heißes Würstchen. Magst du Bratwurst? Nein, ich mag Hotdog. Okay, Deckel drauf. Fertig ist der Hotdog. Cool oder nicht cool? Hotdog. Jetzt sagen die einen bestimmt irgendwie, da fehlt Salat oder weißt du was ich was. Also meinetwegen kann ich noch ein bisschen Petersilie dran machen. Aber ich bin nicht so der Grünzeugs-Fan. Von daher, Hotdog ist fertig, da werde ich mich gleich dran machen. Ich will euch jetzt keinen voressen. Will aber nochmal dazu kommen, dass ich das total klasse finde. Ich hatte jetzt gestern das Video hochgeladen, wo ich auch gesagt habe, irgendwie, dass manche geschrieben haben, dass es langweilig ist. Und dann haben wirklich ganz, ganz viele Leute drunter geschrieben, irgendwie, das stimmt nicht, sie gucken meine Videos gerne und wirklich ganz, ganz viel Lob und Aufmunterung und so weiter und dafür recht herzlichen Dank. Das habe ich irgendwie mal gebraucht, warum auch immer. Manchmal ist man ja auch mal so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht ganz so gut drauf und ja, es fehlt dann irgendwie so der Elan und so und wenn ich dann wirklich solche Kommentare lese, echt top, super, vielen Dank dafür, das hat einfach mal gefehlt. So, in Facebook habe ich ja auch eine Abstimmung rausgehauen, wo ich gefragt habe, von wegen, was soll ich denn jetzt in der nächsten Zeit an Videos produzieren? Die meisten haben irgendwie geschrieben, produziere einfach irgendwas, sind alle geil. Finde ich cool, Dankeschön. Pink Panther Sarg war ganz, ganz vorne mit dabei und Suchen und Verstecken genauso. Obwohl ich eigentlich gedacht habe, okay, das Kaugummi ist durch, irgendwie das ist gegessen, irgendwie das will keiner mehr sehen, aber weit gefehlt. Dafür auch wiederum danke. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr gerne mir Fragen für Pink Panther Sarg zu schicken. Aber es sollten solche Fragen sein,
die eine eindeutige Antwort beinhalten. Das heißt, dass es nicht irgendwie variabel ist, sondern dass wirklich nur eine Antwort möglich ist. Und das sollte irgendwo schon einfach sein, aber irgendwo auch versteckt. Also ihr kennt ja die Fragen daraus. Wenn ihr da was wisst oder was findet, dann schreibt mir das bitte als PN auf meinem Kanal. Ich habe jetzt in letzter Zeit viel mehr wieder mal nach den PNs geguckt. Schreibt bitte als Überschrift immer erkennbar, was ihr in eurer PN wollt. Ja, weil ich nicht alle durchschauen kann. Zum anderen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn sich Mädels nochmal melden, die bei Pink Panther sagt mitspielen und dass wir hier so Mädels versus Jungs spielen können. Da kommt einfach aufs Teamspeak, das ist unten verlinkt und ja, macht euch irgendwie erkenntlich oder das erkenntlich, erkennbar für mich, dass ich sehen kann, okay, alles klar, ihr seid ein Mädel, damit ich euch ansprechen kann, euch in meiner Steam-Liste aufnehmen kann, damit ich euch Bescheid sagen kann, okay, wir wollen jetzt ein Video machen, was weiß ich. Ich weiß, was die Jungs jetzt schon wieder denken. Aber ist ja auch nicht schlimm, ich habe ein ganzes Harem zu Hause, von daher. Gameplays für Abotalk nehme ich auch ganz gerne, aber es sollte nicht irgendwie gecheatet oder gehackt oder sowas werden. Also sowas nehme ich dann gar nicht irgendwie. Nee, Gegenteil, warte mal, die blocke ich auch noch. Weil ich habe echt, ich mag das nicht, wenn gehackt und gecheatet wird. Ich finde das einfach abgrundtief ätzend. Von daher lasst es vernünftige Gameplays für die Abo-Talks, weil da möchte ich auch gerne wieder was, macht mir Spaß. Und da können ja aber ganz viele mitmachen, zuhören und so weiter. Zum anderen habe ich ja jetzt auch mitgekriegt, irgendwie, es dauert bei mir immer eine Weile, bis ich so die neuesten Sachen mitkriege, aber ich habe es tatsächlich mitgekriegt, gibt es ja die Möglichkeit, live zu streamen. Also ich könnte das jetzt sozusagen live machen und das könnte man auf meinem YouTube-Kanal dann auch live sehen und das wird halt auch noch aufgenommen. Das heißt, Google Webcam oder weiß ich nicht, ihr wisst, was ich meine. Zum anderen habe ich vor, in Hamburg ein Abo-Treffen zu machen. Das ist nicht ganz so weit von Berlin entfernt und ich möchte einfach mal wieder rauskommen und da habe ich gedacht, da verbinde ich das mal und mache in Hamburg ein Abo-Treffen. Wann ich das mache, weiß ich noch nicht, aber schlagt mir mal bitte ein paar Plätze vor, wo das am günstigsten wäre. Ich muss mich da sowieso mal informieren, ob ich das irgendwie anmelden muss, aber da ich ja wieder nur von 10 Leuten ausgehe, brauche ich das nicht anmelden. Ja, von daher, wir sind durch. Mein Hotdog wird langsam kalt, deswegen werde ich den jetzt futtern. Mein Besuch ist immer noch nicht da, vielleicht klingelt es gleich noch, keine Ahnung. Wenn er früh genug da ist, dann werde ich euch noch zeigen, wer das ist. Von daher, ich bin raus, haut's rein, tschüss, euer Pink Panther.